Mus'ab ibn Umair, wenn er durch die Stadt ging, hast du 2 Stunden später noch gerochen, dass er in der Stadt war. So gut hat er gerochen. Allahu Akbar. Das war seine Eigenschaft. Aber seine Mutter hat ihn angekettet. Sie wollte nicht mehr, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeht. Und eines Tages hat er sich befreit und er ging dorthin, wo die Tür der Glückseligkeit geöffnet wird zu den Muslimen und zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis er sich so gut entwickelt hat, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair als ersten wohin geschickt hat? Wohin? Nach Al-Madinah. Er sollte schon dort die Türen der Dawa öffnen. Und Mus'ab ibn Umair ist nicht nur auf freundliche Gesichter gestoßen, wie ihr euch vorstellen könnt. Madinah war ja nicht islamisch gewesen. Und so kam er auch zu einem Stammesführer. Sein Name war Usayd ibn Hudayr. Und dieser sagte zu ihm: Besser, du verschwindest hier, wenn du nicht willst, dass deine Mutter dich an diesem Tag verliert. Besser, du verschwindest und rettest dein Leben und rufe uns nicht zu dem, wozu du uns rufen möchtest. Mus'ab ibn Umair radiallahu anh, ein Jugendlicher, der Hikma hatte, Weisheit hatte, sagte zu ihm: Setz dich erstmal hin. Ich werde dir etwas sagen und du bist Manns genug zu entscheiden, ob du das annehmen willst oder nicht. So hat Usayd sein Speer in den Boden gerammt und hat gesagt: Fang an. Dann fing Mus'ab ibn Umair wunderschöne Wörter über den Islam zu erzählen. Das Herz von Usayd war sofort eingenommen. Er hat sofort den Islam angenommen. Und nicht nur das, liebe Geschwister, mit ihm auch Sa'd ibn Mu'adh. Diese beiden stehen im Lohnbuch von wem? Von Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu wa arda. Mus'ab ibn Umair wird mit einem gewaltigen Lohn zu Allah azza wa jal zurückkehren. Denn wenn du jemanden zum Islam bringst, wenn jemand durch deine Hände zum Islam kommt, dann wisse, alles, was er an Gutem macht, steht wo? In deinem Lohnbuch. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا